Hallo, liebe Freunde des gepflegten Simulationsspielspaßes und willkommen zu ja, einem kleinen Let's Test, Let's Show, Let's Anguck, Let's Ersteindruck. Irgendwas in die Richtung wird es gehen. Wir oder beziehungsweise ich spiele heute U-Boot. Ein Spiel, was am 30.04. in den Early Access auf Steam gehen wird. Ich habe hier eine Demo-Version vom Publisher bekommen. Das ist Playway. Die sitzen in Polen, glaube ich. Und der Entwickler des Spiels ist Deepwater Studio. Ja, ist ein bisschen passend. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ob das deren erstes Spiel ist, aber klingt so ein bisschen danach. Egal. Was ist U-Boot? Es ist eine Simulation-Sandbox-Survival-U-Boot-Simulation, die, wie ihr schon seht, im Zweiten Weltkrieg spielt. Also man muss hier eine Besatzung bzw. ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine durch die Gegend steuern und verwalten und natürlich auch entsprechend seine Aufgaben dann auch in den Kampf schicken. Wir sehen hier im Menü, das müsste ein Typ 7 sein. Ich selber habe früher sehr, sehr viel Silent Hunter 3 gespielt. Ich habe also mal ein bisschen Ahnung von dem Ganzen. In der Demo ist jetzt hier der Sandbox-Modus und das Tutorial enthalten. Und wir, beziehungsweise ich, werde jetzt einfach mal mit euch das Tutorial spielen, um so einen ersten Eindruck von dem Spiel zu bekommen. So, dann starten wir mal das Tutorial. Ich lasse mal alles hier auf metrisch, obwohl natürlich auch alles auf nautisch, also mit nautischen Meilen und Knoten umgestellt werden könnte. Realistische Nächte, realistische Bilge, wie wird das ausgesprochen? Ich bin kein Seefahrer. Realistische Erdkrümmung, manuelle Ausstattung lassen wir mal aus und dann gehen wir mal auf Start hier. Ein episches Intro, sehr laut. Bin mal gespannt, ob der Eindruck, der da entsteht, auch aufs Spiel übertragen werden kann. Wenn dein Boot bei schlechtem Wetter auf Periskoptiefe ist, ziehe es in Betracht, einen Offizier an die Tiefenruderstation zu schicken. Er wird das Durchbrechen der Wasseroberfläche verhindern und durch Stabilisierung des Bootes die Nutzung des Periskops erleichtern. Okay. Ja, ein Offizier hat einfach mehr Kenntnisstand, sage ich mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier im Tutorial jetzt machen müssen. So, da sind wir endlich im Tutorial. Nachdem ich das Spiel irgendwie fünfmal neu starten musste, auch den Rechner, denn es ist irgendwie beim ersten Mal abgestürzt und hat ja irgendwie massive Probleme verursacht, ist halt auch immer noch, also noch nicht mal Early Access, kommt ja erst am 30.04. in den Early Access raus. Gut, trifft dich mit dem Kommandanten. Grüner Punkt. Das ist dann, wo er hier mit der Mütze, mit der weißen Mütze. Hallo, guten Tag. Was ist mit dem, ich mit ihm spreche? Mit ihm kann ich. Er guckt aber grimmig. Hat er überhaupt einen. Okay, der hat auch irgendeinen Rang. Warum? Okay, er hat scheinbar bloß die Jacke nicht an, weil normalerweise sind die Ränge ja an der Jacke zu erkennen, oder? Der ist doch auch irgendwas Hohes. Naja, egal. Okay, Herr Kaloin, hallo, ich bin da. Herr Offizier? Kapitän? Du bist ein Kapitän. Okay. Gehe aufs Deck und bereite dich auf die Feindfahrt vor. Auf meinem irgendwas, ich glaube. Liest Information des BDU. Okay. Hilbert Kohler heißen wir. Interessanter Name. So, wir klettern mal hoch. Also generell die Grafik hier der Hafenanlagen. Ja.
Das war schon auch nicht die Stärke von Silent Hunter 3. Aber es sieht immer noch besser aus als bei Silent Hunter 3, wobei natürlich Silent Hunter 3 auch schon ein bisschen alt ist. So, runterklettern. Steigen wir mal ins Boot hinab. Guten Tag. Bin auf Durchreise. So. Hat der noch zivil an? Okay, krass. Wir müssen eigentlich... Gucken wir uns erstmal das Boot an. Hallo. Was ist das? Ja, okay, er steht einfach mal direkt auf. Warst du fertig mit Essen, oder was? So, was haben wir hier? Die Kombüse. Der ist auch dabei, irgendwas zu machen. Hier ist der Maschinenraum. Mit einem Diesel. Das wichtigste Element hier an Bord. Der Diesel, wenn der nicht läuft, sind wir aufgeschmissen. Und hier gibt es komische Geräusche. Dieselkompressor. Und hier haben wir noch das hintere Torpedorohr. Der Typ 7 hatte nur ein Torpedorohr hier nach hinten. Ich glaube, Typ 9 hatte dann sogar zwei. Okay. Gucken wir mal nach vorne. Der ist doch schon wieder am Essen hier. Was hast du da auf dem Teller? Was ist denn das? Sieht irgendwie komisch aus. Okay. Hier sind wir wieder in der Kommandozentrale, quasi auf der Brücke. Okay. Hier ist, glaube ich, unsere Koje. Hier schläft einer. Hier schlafen zwei. Ah ja. Hier sind dann die vorderen Mannschaftsräume und die vier Torpedorohre vorne raus. Alter, die schlafen direkt auf den Torpedos. Na gut, okay. Wir legen unser Stuff mal ab. Und gehen mal hier hin. Befehle. Am Vormittag des 1. September verließ das Transportschiff Falcon den Hafen in Edinburgh. Wir haben Informationen, dass es den Prototypen eines Radargeräts geladen hat und haben Grund zur Annahme, dass das Schiff infolge einer Sabotage auf seinem normalen Kurs in der Nordsee gesunken ist. Unser Ziel ist es, das Wrack zu finden und das Gerät zu bergen. Dabei müssen wir den britischen Einheiten aus dem Weg gehen. Wir dürfen nicht mit der Sabotage oder der Übernahme des Radars in Verbindung gebracht werden. Okay. Ah ja, und hier wechseln wir jetzt in den anderen Ansichtsmodus. Kameraeinstellungen. Die gewählte Kameraeinstellung wird als Querschnittsperspektive bezeichnet. Mit ihr ist es einfacher, Befehle an die Besatzung zu vergeben und sich mit dem Zustand des Schiffs vertraut zu machen. Das Spiel ist sowohl in der Querschnittsperspektive als auch in der First-Person-Perspektive-Modus komplett. First-Person-Perspektive-Modus? FPP? Egal. Komplett spielbar. Wenn du also lieber nur einem von beiden spielst, wirst du nie dazu gezwungen, den anderen zu benutzen. Die erste Mission demonstriert jeweils die Vorteile der Modi, sodass du selbst entscheiden kannst, welchen du bevorzugst. Okay. Kann ich ihn irgendwo wechseln? Kann ich noch... Ach so, wenn ich... weiter reinzoomen, dann kann ich das einfach mit dem Rausrad weiter reinzoomen. Offizier, es ist Zeit, die Karte zu öffnen und den Kurs festzulegen. Drücke auf M auf der Tastatur, um die Karte zu öffnen, oder klicke auf die Schaltfläche im oberen rechten Bildrand. Das ist dann hier. Okay. Gut, lege nun den Kurs auf das, für das Schiff fest. Klicke hierfür mit der rechten Maustaste auf... Okay. 1... Halte die Umschalttaste gedrückt und klicke mit der rechten Maustaste auf ein weiteres Ziel, um zu deiner Route weitere Punkte hinzuzufügen. Okay, zack. Hervorragend. Lege nun analog den Kurs für einen dritten und einen vierten Punkt fest. Um alle Punkte zu sehen, musst du aus der Karte herauszoomen. Bla bla bla. Okay, also 3 und 4. Sehr schön. Es ist höchste Zeit, in See zu stechen. Klicke auf die hervorgehobene Taste, um das den Maschinentelegrafen anzuzeigen. Okay. Wähle nun die hervorgehobene zweite Fahrstufe der Maschinen. Langsame Fahrt voraus. Schneller, schneller! Schrei da nicht so rum. So, dann zoomen wir mal raus und das Boot fährt los. Lass uns das Tempo erhöhen. Schalte die Zeitkompression ein, indem du auf die hervorgehobene Schaltfläche im Interface klickst, beziehungsweise auf die mittlere Maustaste. Okay. Mittlere Maustaste und ja, okay. Zeitkompression läuft.
Kann ich noch weiter rauszoomen? Nee, dann müsste ich jetzt M drücken für die Karte, ne? Okay. Okay, die Schleusen öffnen sich. Also wie gesagt, die Hafeneinlagen von der Grafik her, mäßig. Bin gespannt. Wenn du dich in den verbündeten oder neutralen Gewässern befindest, kannst du auch die Option Schnellreisen nutzen, die neben der Zeitkompression erscheint. Wähle sie, um das aktuelle Gebiet schnell zu verlassen. Was ist denn hier? Okay. Ah ja. Okay. Was ist das hier? Auftrieb. 100%, okay. Offene See. Gebiet wird betreten. Nordsee. Okay, jetzt sind wir wieder auf. Huch. Nun ist es der beste Zeitpunkt, um das Boot kennenzulernen und sich für alle möglichen Ereignisse zu wappnen. Ich habe eine Liste mit Dingen vorbereitet, die erledigt werden müssen. Markiere Offizier Köhler und gib ihm eine der anfallenden Aufgaben. Falls du im FPP-Modus spielen möchtest, musst du ihn doppelt anklicken. Okay. Offizier Köhler. Wo ist er denn? Hier ist der Smoothie. Da ist der Diesel. Wo ist er denn? Hier. Herr Kaloy. Finde und diszipliniere diese, die ihre Pflichten nicht nachgehen. Okay. Was? Ernsthaft? Fülle die Lebensmittelvorräte in der Kombüse wieder auf. Das muss ich als Offizier machen. Okay, wir haben ihn angeklickt. Und jetzt müssen wir irgendwelche... Die müssen ja markiert sein, ne? Das ist das Essen. Er macht Aufgaben. Haben wir hier oben welche, die ihre Aufgaben nicht erfüllen? Oh. Schrank. Kommando übernehmen. Nein. Ich will das Kommando nicht übernehmen. Wie kann ich den denn jetzt hier... Ach komm, dann machen wir das mal mit dem Essen. Ah, hier, guck mal, da ist der zweite grüne Punkt. Ja, hier. Finde und Disziplinier soll... Ja, dann hier. Geh zu ihm. Wo ist er denn? Wo ist unser Typ jetzt hier? Ach komm, Kamera. Hier. Herr Kaloy? Ja. Hier, ihn. Ah, jetzt geht er. Steht er jetzt auf? Wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt. Okay, er geht los. Dum, 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 dum. Und gibt ihm jetzt hoffentlich einen ordentlichen Anschiss. Daniel Lorenz. Macht er jetzt auch was? Ah ja, da ist jetzt ein Zahnrad dran. Sprechen. Anscheinend hat sich Daniel Lorenz während der Wache ein Nickerchen erlaubt. Auf einen derart eklatanten Mangel an Disziplin sollten wir reagieren. Welche Strafe wäre angemessen? Ermahnung, Toilette putzen, Arrest, Exekution. Naja. Wie ist das hier? Feigheit von dem Feind ist eigentlich. Machen wir die 2. Hallo? 2? Die Disziplin sinkt nur 5%. Ermahnung hat keine Auswirkungen. Arrest, die Disziplin. Warum sinkt die Disziplin um 10%, wenn ich ihm... Ein Matrose der Kriegsmarine ist stets wachsam. Du bringst Schande über unsere Besatzung. Okay, er darf jetzt das Klo putzen. Warum wir da jetzt... Also Disziplin verlieren, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig.
Er ist jetzt dabei, das Klo zu putzen. Wir gehen mal ins Lager. Denkt dran, falls es in der Kombüse keine Lebensmittel mehr gibt, wird der Smoothie eigenständig eine beliebige Ressource nehmen und daraus eine Mahlzeit zubereiten. Manchmal möchtest du aber der Besatzung mehrere Nahrungsmittel anbieten. Dadurch erholt sich die Disziplin schneller, als aber der Verbrauch steigt. Ich schlage vor, dass du genau das jetzt tust, um dich besser in der Mannschaft zu integrieren. Großkaliber-Munition. Dann gibt es jetzt einfach mal... Wir haben ja hier nur Käse und Früchte. Hier, Früchte. Mit Hilfe des Rucksacks einer Spielfigur kannst du Lebensmittel manuell übergeben. Aber es gibt einen schnelleren Weg. Klicke auf den Reiter Kombüse, rechts. Okay. Ah. Ziehe nun die exotischen Früchte aus dem Lager in die Küche und bestätige deine Entscheidung. Okay. Sehr gut. Dann haben wir ein paar genommen. Okay. Sind wir jetzt fertig damit? Gelange zum Ziel. Das Ziel ist da vorne. Okay. Wo muss ich denn hin? Ich habe den Eindruck, dass ich nach oben muss. Oder? Wir müssen mal kurz raus. Zoomen. Ach nee, das ist, wir haben die Aufgaben alle gemacht jetzt. Wir haben die Aufgaben alle gemacht. Ja gut, dann, das geht nicht. Was heißt das hier? Kann man total schlecht lesen. Sichtbarkeit, 53%. Die Sichtbarkeit des Schiffes auf aktuellem Gebiet. Rumpf 100, okay. Geräusche. Ah, das ist interessant. Radarsignatur. Okay. Ansonsten haben wir keine weiteren Aufgaben. Hier oben sehen wir, dass der Diesel sinkt. Dieselmotoren. Kraftstoff 84%. Über 10.000 Kilometer ist der aktuelle Nutzung. Okay. Dann sind wir gleich da. Jetzt bin ich gespannt, was wir machen müssen. Ah ja. Gebiet wird betreten. Nicht identifizierte Gruppe Nordsee. Wir haben das Gebiet an unserer Aufklärung. Das Wrack der Falken vermutet. Halte die Augen offen. Wir müssen es vor den Briten finden. Das Wrack wird doch garantiert irgendwo unter Wasser sein, wenn das... Halte die Augen offen. Ja, dann, es ist Nacht, oder? Jo, es ist Nacht. Da es recht dunkel ist, solltest du den Scheinwerfer auf dem Turm einschalten. Ansonsten wird das Wrack nie finden. Werden wir das... ihr wisst aber schon, dass wir dann gesehen werden. Wie kann ich den Scheinwerfer einschalten? Kapitän? Ja, du, schalt mal den Scheinwerfer an. Macht er das jetzt? Ich hab das... Hab den Scheinwerfer angeklickt. Jetzt bin ich gespannt. Der hat auch eine komische Jacke an für den Offizier. So, er geht nach oben. Okay, er ist beim Scheinwerfer. Ohne Jacke nach oben, ja. Mach den Scheinwerfer an. Ah, macht er. Okay. Huch. Habe ich jetzt den Kurs geändert? Schicke Offizier Köhler und die Zieloptik auf dem Kommandoturm, um das Gebiet nach dem Wrack abzusuchen. Okay. Wo ist er denn? Herr Kaloy? Jawohl. Ist hier keine Wache an Deck? Doch, hier sind welche. Zwei, drei Stück. Okay. Suche nach dem Wrack. Ja, ich mache ich doch schon. Was ist, wenn ich M drücke? Guck mal hier, geh mal dahin. 6 Kilometer. Dann gib mal Gas. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier mit einem Scheinwerfer rumfuddeln und der ist garantiert weiter sichtbar, als wir damit sehen können. Mann, ihr seid richtig schlau. Vielleicht sollte man lieber dann auf Tag warten und dann suchen, anstatt sich jetzt hier zu exponieren und sagen, hey, wir sind auch da.
Juri, hallo. Na gut. So. Herr Kaloy? Huch, was blinkt denn jetzt hier? U-Boot, ja. Suche nach dem Wrack. Ich gehe mal raus und mach mal normalen Modus. Hallo, Kapitän. Hä? Wo ist die Zieloptik hier? Warum ist die jetzt von jemand anders besetzt? Scheinwerfer. Huch. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist von Albert Vogel besetzt. Den wollte ich da gar nicht. Ich würde eigentlich meinen. Wo ist unser Chief? Wo ist unser Typ? Ich verstehe es gerade nicht. Wir sind noch 2 Kilometer von dem. Von dem Punkt entfernt. Dietrich, Albert. Wo ist unser Chef? Wo ist hier? Wo ist da Herr Kohler? Inaktiv. Er ist inaktiv. Hier, Kohler. Was steht da hier unten noch rum? Ich wollte. Okay. Wir gehen mal nach oben. Keine Ahnung, warum der jetzt wieder nach unten gegangen ist. Eigentlich dachte ich, wir hätten ihn. Wo will er denn jetzt das Wetzing? Moment mal. Also erstmal hochklettern hier. Komm. Ach, ist hier Gegenverkehr. Hallo. Ja, ich würde gerne nach oben. So, sternklarer Himmel und wir fuchteln hier mit einem Scheinwerfer rum. Zieloptik. Zu Befehl. Na endlich. Posten verlassen. Manueller Modus. Was ist denn nicht manueller Modus? Ah, okay. Die Maus ist hier verkehrt rum, das ist verwirrend. Kann man hier noch weiter zoomen? Nee. Okay. Na, wir lassen mal noch ein bisschen Zeit vorlaufen. Was ist halt, was heißt das grüne? Ach, der ist müde oder was? Ah, da ist das Wrack. Der Offizier hat das Wrack entdeckt. Berechne einen Kurs dorthin. Und drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, ja, ja. Aktiviere den Schnellreisemodus, um schnell an das Ziel zu gelangen. Hallo, wir sind doch gar nicht mehr in neutralen Gewässern. Na, egal. Sieh mal an. In diesen Kisten können das Equipment sein, nach dem wir suchen. Schauen wir uns mal einige von ihnen an. Aber eins nach dem anderen. Schalte zuerst die Maschinen aus, damit wir das Wrack nicht am Wrack vorbeifahren. Okay. So, habe ich. Langsamer. Nun können wir die Kisten im Durchsuchen. Was? Nun können wir die Kisten im Durchsuchen. Geil übersetzt. Die aus dem Wrack treiben. Du kannst alle Objekte an der Meeresoberfläche aktivieren, genau wie die Station auf deinem Boot. Sie sind am leichtesten in der Ego-Perspektive zu erspähen. Okay. Herr Kaloy. Manchmal ist die Sichtweite nachts sehr niedrig. Ich drücke F, um die Taschenlampe anzumachen. Okay. Oh, hier. Ponton. Leer. An Bord lagern. Okay. F ist die Taschenlampe. Okay. Da werden wir noch mehr auf uns aufmerksam machen. So, da drüben sind noch welche Sachen. Holzkiste. Was ist das? Schweinefleisch. Na, warum nicht? Ach so, der geht dann nicht weg. Okay. Wir haben den Mast eines Kriegsschiffes am Horizont ausgemacht. Das ist definitiv ein Brite. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn du mich erstmal hier noch zu Ende suchen lassen würdest, dann könnte ich auch, hallo. Ich würde gern drüber. Ponton. Herr Kaloy? Was ist denn jetzt? Da wollte ich überhaupt nicht hin. Wo ist unser Typ? Hier. Nee, nicht der. Der. Warum? Was ist denn jetzt passiert? Alter.
Jetzt renne ich wieder nach oben, oder was? Ich bin doch gerade nach oben gegangen. Was ist denn jetzt? Hallo? Hallo, ich will nach oben. Gut, dass einem das Spiel sagt, was gerade passiert ist. Nämlich, ich weiß es nämlich nicht. So, Holzkiste öffnen. Immer noch Schweinefleisch. So, ja, hier an Bord lagern. Ponton ist leer. Gut, dass die... Ja, nimm doch mal. Wie viele Holzkisten sind denn da? Hallo? Noch mehr Schweinefleisch. Der nimmt das vor allen Dingen nicht. Schweinefleischkonserven. Eine Standard-Lebensmittelration. Legen Sie in die Küche, damit er... Halte Steuerung gedrückt, um den Gegenstand gleichzeitig zu verlagern. Ich check's ehrlich gesagt nicht. Ja, also entweder macht das nicht, oder... Ich bin zu blöd. Gott. Wo sind denn die anderen Kisten? Ponton. Leer. Okay. Ich würde jetzt gerne mal... Wo ist denn jetzt das... Also das, was wir suchen, haben wir noch nicht gefunden. Tauchanzug anlegen. Okay. Ich denke, wir sollen uns beeilen. Runterklettern. Ja, komm. Wo ist denn unser Tauchanzug? Der ist irgendwo da hinten. Schrank. Tauchanzug. Hier. Taucher entsenden. Ja. Wie mache ich das? Wo muss ich denn hin? Wo ist der grüne Punkt? Ich zoome mal raus. Ah, hier, Frack. Auf dem Meeresgrund liegt das Frack von... Okay, zum Frack tauchen. Radar aus den Frackbergen. Ja, mach. Macht er das jetzt? Ah, hier, okay. Hans Sommer. Hallo, könntest du bitte mal... Danke. Also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Spiel erklärt einem auch nicht alles. Springt der jetzt wirklich da rein? Na los, komm, hopp. Was ist jetzt, Kollege? Ja, geh halt rein. Ach jetzt. Alter Falter. 21. Der sieht doch überhaupt nicht im Dunkeln. Die werden schon wissen, was sie tun. Ich will gerne mal wissen, wie tief es hier ist. Sind da bestimmt hier 100 Meter oder so. Nun gut. 50% haben wir. Hätte er gedacht, dass das blöde Radargerät in irgendeiner Kiste da rumfliegt. So. 100%. Auf dem Meeresgrund liegt das Wrack von Falcon. Herr Kaloy, was sollen wir machen? Große Holzkiste bergen. Kapitän. Radar ins Hauptlager bringen. Da. Nee. Hä? Das ist ja gar nicht... Er hat das doch überhaupt nicht. Prototyp des Radars. Decklager.
Ach so, doch, hat er. Warte, hier, Hauptlager. So, zack. Verlegung des Prototypen eines Radars nach Hauptlager befehlen? Ja. Okay. Radar ins Hauptlager bringen. Macht er das jetzt? Ah ja, okay, er latscht hier draußen rum. Was heißen aber... Das Spiel erklärt überhaupt nicht, was zum Beispiel diese vier grünen Punkte bedeuten, die der da hat. Hm. Das lässt einen so ein bisschen alleine mit ein paar Sachen, was ich natürlich blöd finde. So, er ist jetzt auf dem Weg nach unten. Ja, er geht wieder nach... Hä? Jetzt gehen die auch nochmal nach außen. Ne, jetzt gehen sie wieder zurück. Und er bringt das jetzt ins Hauptlager. Das ist ja hier beim Smoothie gewesen, da hinten, genau. Okay, er lädt das jetzt aus. Triff dich mit dem Kommandanten. Ach so, jetzt sind wir wieder in der Ego-Perspektive. Hat das Spiel nicht gesagt, dass es einen nicht zwingt, in der Ego-Perspektive zu spielen? Jetzt zwingt es einen ja doch wieder in der Ego-Perspektive zu spielen. Wo ist denn der Kaloin? Okay. Ah, nee. Hochklettern. Ja, aber du bist nicht der Kaloin. Spielen. Ist er oben? Hat er füttert quasi eine Wache gerade? Na, gucken wir mal. Hallo? Nein, nicht schließen. Du sollst hochklettern. Okay. Ah, da ist er doch. Nee, ich will mit ihm sprechen. Ich denke... Triff dich mit dem Kommandanten. Okay, wir... Das ist jetzt irgendwie... Wo ist denn der Kommandant? Funkraum. Offizierskoje. Das ist unser Typ. Das ist aber auch nicht der, der Kommandant. Bestätigt. Mach den Scheinwerfer erstmal aus, Kollege. Bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil ich jetzt nicht weiß, wo der Kommandant ist. Das ist schon er hier. Aber sehr wohl, Herr Kaloy. Ich kann nichts mit ihm machen. Flaggenmast. Kann ich hier vielleicht draufklicken? Triff dich mit dem Kommandanten. Ja, das ist er, aber ich... Hallo? Hilbert, komm mal her. Manueller Modus, Posten verlassen. Ich kann nicht mit ihm reden, Kommandant. Hallo? Guten Tag, ich würde gerne mit Ihnen reden. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ist er jetzt nach unten gegangen oder was? Nee, er ist hier. Lieber Kommandant, ich soll mit dir reden. Das geht nicht. Posten von Albert Vogel besetzt. Das ist er. Aus dem Dienst entlassen. Kommando übernehmen, geht nicht. Bist du der Kommandant? Du bist doch der Typ mit der weißen Mütze. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Das ist der Mast über den Horizont. Vielleicht fahren wir erstmal weg. Ne? Schneller,
Weil ich meine, wir müssen uns ja mit denen jetzt nicht groß anlegen. Wir haben ja jetzt alles, was wir wollen. Einheit entdeckt. Gruppe entdeckt. 80% Auftrieb. Warnung. Der angezeigte Auftrieb berücksichtigt nicht den Bereich zwischen den Rümpfen, welcher üblicherweise das Untertauchen für eine kurze Zeit verlangsamt. Ja. Was heißt das hier? Vollständige Karte. Okay. Bewegen wir uns jetzt? Ja, wir bewegen uns. So. Herr Kaloy? Ja. Hier, triffst du den Kommandanten. Ruhepause. Posten verlassen. Das gibt's doch gar nicht. Schrank. Wo ist der blöde... Ist er das? Funkraum unbesetzt. Wieso ist es hier nass? Trifft dich mit dem Kommandanten. Ehrlich gesagt, ich mach mal ein bisschen Zeitbestimmung an. Einfach um hier wegzufahren. Wir haben den Scheinwerfer wieder ausgemacht. Fahren jetzt mit 12 Knoten. Haben wir eine Uhrzeit irgendwo? 1 Uhr. Okay. 1 Uhr 10? Ein Uhr 20. Na Wahnsinn. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Gebiet wird betreten, offene See. Höchstwahrscheinlich habe ich jetzt das Tutorial falsch gemacht. Unser Befehl lautet immer noch, uns mit dem Kommandanten zu treffen. Es sind gerade mal 20 Minuten vergangen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht's schneller. Okay. So, fahren wir ein bisschen Zickzack hier. Vielleicht wird es ja besser, wenn es hell ist. Und der Kommandant dann ausgeschlafen hat. Ich habe keine Ahnung. Komm. So. Wir haben den 4. September. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Es könnte also so langsam eigentlich hell werden. Herr Kaloy? Ja, Herr Kaloy, hier, ich muss mit Ihnen reden. Ruhepause, Posten verlassen. Hallo? Was ist jetzt? Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, Posten ver... Sehr wohl, Herr Kaloy. Fassen wir zusammen, das Spiel hat einige Bugs. Was ist denn jetzt hier? Ach so, weil ich jetzt... Jetzt ist er munter. Posten verlassen. Vielleicht war das durch die Pause. So, wo ist denn jetzt hier der Chef? Der ist schon wieder weg. Ich krieg eine Macke. Bist du der Chef? Oder sitzt du gerade auf dem Scheißhaus? Nee, du bist nicht der Chef. Hier geht's nicht zum Chef. Triff dich mit dem Kommandanten. Ja, dann würde ich sagen, letzter Versuch. Ansonsten, ich sag mal, Hashtag Early Access. Ich dachte, jemand, ja, komm, kletter da weiter hoch. Es ist zumindest schon mal hell. Oh. Sehr wohl, Herr Kaloy. Manueller Modus, ja. Pff. Hallo? Ich sehe noch nicht mal... Man sieht kein... Wie soll man denn da treffen? Also ganz ehrlich, das ist ja geil. Okay. Posten verlassen. Ja, das ist das Tutorial von U-Boot. Einem Spiel, was am 30.04. in den Early Access geht. Ich sag mal so... Es könnte Potenzial haben. Ich könnte es nur einfach nicht einschätzen, weil... Wir
nicht mit dem Kommandanten reden können. Muss ich den Kommandanten vielleicht selber auswählen? Wo ist er denn? Hier. Kapitän? Nö. Nö, also wird mir auch nicht durch den Punkt irgendwie angezeigt. Es ist halt auch nur die Demo. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß auch nicht, was das Spiel kosten wird. Ich würde es gerne spielen. Ich würde es gerne... Ach, hier! Alter, du willst mich doch verarschen, oder? Willst du mich... Ja, hier, komm. Posten von... Warum wird mir der Punkt nicht angezeigt? Wie komme ich überhaupt dahin? Was ist denn jetzt? Ja, genau. Warum wird er mir nicht als Punkt angezeigt? Ja, hallo. Ich komme mal rüber geschwommen. Ich komme hier nicht lang. Ja, genau. Der steht da auch. Also, hallo, Kommandant. Herr Offizier? Ja, ich soll mich mit Ihnen treffen. Kapitän, das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Herr Offizier? Die Zerstörer nehmen ihre Angriffsposition ein. Hilfe! Verdammt, sie haben uns den Krieg erklärt. Lol. Alarm! What? Zu Befehl. Schneller, schneller! Jungs, wir müssen rein. Bewegung, los, schneller. Lustig. Rein da. Runterklettern. Ganz schnell. Nachdem wir dann endlich den Kommandanten gefunden haben. So. Geh mal weg hier. Flute die Ballasttanks und tauche ab. Hier. Wo ist unser Typ? Jawohl. Der Turm hat Schaden bekommen. Ach, das ist wohl die Lebenspunktanzeige, oder was? Periskoptiefe. An der Wasseroberfläche werden sie uns abschießen wie Tontauben. Klicke auf die hervorgehobene Schaltfläche und stelle eine Tiefe von 50 Metern ein. Okay. 50 Meter. Hier. Alarm! Alarm tauchen! Okay. Wo sind sie denn? Klettern die jetzt rein? Also, es ist alles ein bisschen... Wechseln auf E-Motor! Mhm. Ich sehe noch nicht mal irgendwie einen Zerstörer. Aber wir haben auch schon Schaden bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Das Lustige ist, dass wir jetzt auf Periskoptiefe eigentlich gehen sollten. Und hier sind aber auch... Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verarscht, dadurch, dass ich schon weggefahren bin. Flüchte vor den Zerstörern. Ja, dann flüchten wir mal. Oh. Oh, wir sind ja fast unten. Gebiet wird betreten, Meeresboden. Tauchen auf 50 Meter! Boom. Da sind wir unten. Also irgendwie fehlt mir die Professionalität oder die Bedienbarkeit, möchte ich meinen. Das Lustige ist, ich weiß noch nicht mal, wo Zerstörer sind. Ja. Okay, cool. Ich bin ja eigentlich schon vor den Zerstörern geflüchtet. Ja, und nun? Wir sollen noch 50 Meter gehen und sind aber bei 35 oder bei 30 Metern schon auf Grund gelaufen. Also, ja, hier. Langsamer. Das ist ein bisschen unlogisch. Und dann gebe ich sie mal am Turm getroffen worden. Habt ihr das gesehen? Hier oben... Sah aus wie ein bisschen kaputt.
Also, ich sag mal, hier passiert nichts mehr. Wir haben den Kommandanten noch gefunden, der uns ja witzigerweise nicht angezeigt worden ist. Das Tutorial selber ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Spiel hat schon Potenzial. Problem ist die Bedienung, die eigentlich nicht schwer ist, aber trotzdem irgendwie komisch. Ich selber bin großer Fan von so U-Boot-Spielen. Wie gesagt, ich habe Silent Hunter lange Zeit sehr, sehr intensiv, also wirklich sehr intensiv gespielt. Hatte mir eigentlich von dem Spiel jetzt ein bisschen mehr erhofft. Okay, es ist Early Access. Da muss man jetzt mal abwarten, was da noch so kommt. Und vielleicht später einfach nochmal reinschauen, wenn dann ein paar Sachen gefixt sind und vielleicht auch das Tutorial ein bisschen besser funktioniert. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt ja gerne mal selber in die Kommentare schreiben, was euer Eindruck ist, ob ihr auch schon vorher von dem Spiel was mal gehört hattet. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.